Herzlich willkommen in der 80 Galerie für zeitgenössische Kunst. Wie einige auch schon bemerkt haben, haben wir uns ein bisschen umorientiert und wir sind zu einem Museum-Kunstgalerie geworden und haben heute die ehrenvolle Aufgabe, neue Künstler zu präsentieren und natürlich auch Archivierte, das heißt also Leipziger Schule, Berliner Schule und natürlich auch tolle Fotografen. Wir haben heute das Thema das theatralische Element in der Kunst. Das finden wir natürlich ganz stark im Romanbereich von Hemingway. Ja? Jeder würde das nicht bestreiten, dass wir da theatralische Momente haben, denn theatralische Elemente bilden ja sozusagen einen Roman. Und so komme ich dazu, Michael Plessner zu präsentieren. Ich habe heute irgendwie, kommen Sie einen Schritt näher und mal ein herzliches Applauschen für einen guten Fotografen oder einen sehr guten Fotografen, denn seine Arbeiten sehen wir hier und er beschäftigt sich, wie wir es sehen, mit einer Art der Fotografie, wo wir sagen können, dass es am oberen Limit der Qualität liegt. Ja? Also jeder sieht sozusagen auf den Bildern die scharfen Momente, ja, und auch den absoluten Zehntelsekundenbereich, wo das Foto geschossen ist, der Beweis, hier einmal der Blick des Hundes und selbstverständlich auch hier nochmal die Mädchen, die in Havanna sich einfach dort oben hinstellen wie ein Ebenbild und dort sich fotografieren und das sozusagen vor dem Schaufenster der Geschichte, denn wir sehen hier ganz viel Geschichte in Havanna auf den einzelnen Bildern. Das betrifft in erster Linie so etwas wie bröckelnde Reklame und wir sehen hier nur noch Fragmente und das ist umsäumt von einer ganz bröckelnden aristokratischen Ausstrahlung, denn jeder kennt diese Bilder, diese faszinierenden Bilder aus dem Land, denn man sieht, dass es mal etwas Schönes, Herrschaftliches war, wie das herrschaftliche Haus oder auch wie ein Ort, was sozusagen auch ein Museum wurde, nachdem es mal ein Präsidentenpalast war. Und wir sehen hier eine Fotografie und auch ein Auge eines Fotografen, was uns eine Welt zeigt, die etwas Spezielles hat. Das heißt, wenn wir auf diese Fotos sehen, beruhigt sich unsere Seele. Wir können von fernen Orten träumen und das ist in der heutigen hektischen Zeit etwas Besonderes. Also nehmen Sie sich Zeit für die Fotografie. Ja? Des Weiteren möchte ich heute vorstellen, gleich im Anschluss, Gustav von Hirschheid. Hier auch nochmal einen herzlichen Applaus für einen Maler. Und beide haben in der Galerie Raab hier in Berlin auch schon mehrfach ausgestellt und haben auch schon verkauft. Ja? Man muss das auch noch mal stark erwähnen, denn das ist Engagement, ja? Was Künstler sozusagen haben und wo sich Künstler kümmern. Und das ist immer etwas sehr Gutes, wenn sich der Künstler kümmert um Ausstellungsplätze und natürlich auch um das liebreizende Wesen des Hundes. Ja, ja genau. Und er studiert auch noch an der Berliner Kunstakademie und wir sehen in seinen Acrylbildern virtuose Farben und auch das theatralische Moment, wie auf einer Bühne oder auch zwei Figuren. Und wir sehen hier auch natürlich von ihm auch farbige Skulpturen. Darauf möchte ich Sie auch nochmal aufmerksam machen. Ganz wichtig, beachten Sie dort hinten nochmal und auch um die Ecke stehen ein paar farbige Skulpturen. Er malt auch Aquarell und beschäftigt sich natürlich auch nochmal mit Ölfarben. Des Weiteren kann ich vorstellen, Hans Albert, wo ist er? Ja, bitte mal einen herzlichen Applaus für einen Bildhauer. Seine Arbeiten zeigen explizit das absolut Theatralische, wie auch die Fotografie, denn wir haben hier eine Engelsdarstellung, wir alle wissen, wir waren schon mal in den Kirchen, in den Palästen, haben die wunderschönen Skulpturarbeiten der Holzbildhauer dort im Süddeutschland bewundert, übrigens auch in Österreich und auch in Italien, selbstverständlich auch in Florenz.
Und dort ist zu erwähnen oder explizit ist zu erwähnen, dass er sozusagen ganz viel Inspiration und Tatenkraft in seine Werke hineinfließen lässt. Und wir sehen das hier bei dem Adler, Schrägstrich sozusagen Kraft. Und auch in der Engelsdarstellung und eben auch in der Darstellung der Liebenden, die haben wir dann nochmal um die Ecke. Das werde ich Ihnen dann im dritten Raum nochmal zeigen. Des Weiteren zieht er nicht nur seine Inspiration aus der Schaffensphase des Entstehens, denn wir alle wissen, ein großer Holzblock und daraus wird die Figur sozusagen langsam herausgearbeitet, langsam herausgeschnitzt und geschlagen. Und das ist ein richtiger langer Prozess. Und diesen langen Prozess hat er in der Oberammergauer Schnitzschule gelernt. Und das ist sozusagen eine Schule, die heutzutage auch noch Bildhauer ausbildet in dem Handwerksbereich. Ja? Und das aber eben trotzdem mit der Kunst verbindet. Und er hatte einen Lehrer, der es geschafft hat, ihn für das Künstlerische auch im Schnitzwerk zu interessieren. Ja? Des Weiteren sehen wir noch in dem Raum ein Jost Haider-Bild dort hinten. Für die, die es nicht wissen, er malt mit Acrylfarbe und stammt von der Leipziger Schule ab. Das heißt, er hat in Leipzig dort aufwendig 5, 6 Jahre seines Lebens verbracht in einem Raum mit ganz vielen einzelnen Knöchelchen und mit ganz vielen Abbildern von Skeletten, und zwar Vögeln und Hirsche und Wildschweine und so weiter. Und das müssen die sozusagen alles dort explizit in Feinarbeit alles nachzeichnen. Ja? Deshalb Leipziger Schule sozusagen die Kaderschmiede des Ostens damals sozusagen gewesen. Dann komme ich zu dem zweiten Raum, folgen Sie mir. Hier haben wir Georg Matthäus dort oben zu hängen. Und er ist gleichfalls von der Leipziger Schule. Des Weiteren kann ich heute vorstellen Frau Helena Schneider. Ja, sie arbeitet unter dem Namen Satu. Und mal einen herzlichen Applaus für eine Dame, die sich sozusagen engagiert in einem Bereich, der sehr wenig von Künstlern bearbeitet wird. Und zwar, wir schaffen ein Konzept. Ja? Die Überschrift ist, ich schaffe ein Konzept, ich habe eine Lesart und danach schaffe ich etwas. Sie lässt sich von Google Earth inspirieren. Wir sehen das hier auf ihren 4 Werken. Und so kommt es dazu, dass sie dann plötzlich ein Kunsthaus findet, was weit, weit weg ist, aber sehr, sehr interessant. Oder eben auch auf Helgoland eine kleine, verschmitzte Gegend, wo man eben auch vielleicht auch mal eine Ausstellung machen könnte oder wo man neue Leute oder interessante Leute kennenlernt für neue Kunstprojekte. Und das Besondere an ihr ist, dass sie sozusagen mutig und tatenkräftig ihrem Drang folgt, Konzeptkunst zu machen. Ja? Auch das ist eine Kunstform. Wir alle wissen, es geht nicht immer um das Gegenständliche und Ungegenständliche. Es kann auch mal das Konzeptuelle sein. Ja? Des Weiteren, leider heute nicht da, John Bach zu sehen, seine Werke hier oben. Und zwar handelt es sich dabei um Allo di Bond. Wir alle wissen, das ist hinten eine Aluplatte, wo das Foto aufgebracht wird und wir haben da nochmal eine Schicht Plexiglas drauf und dadurch kriegt das so einen sehr cleanen und sehr exakten Ausdruck. Und wir sehen hier auch eine Fotobearbeitung. Man könnte es als Fotomalerei bezeichnen oder auch als Veränderung der Fotografie. Auf jeden Fall sieht der Künstler sich als Digitalsurrealist und hat mal Musik an der UdK studiert, das heißt also an der Universität der Künste. Des Weiteren kann ich vorstellen, aber heute leider nicht da, ist entschuldigt, Herr van Amosten hier hinten zu sehen und auch Bilder oder ein Bild ist noch draußen im Fenster zu sehen.
Er ist auch von der Universität der Künste. Er malt mit Ölfarben, lässt sich von Silhouetten inspirieren. Und hier geht es auch so ein bisschen um das Junge, Freche und auch mal was Provokantes zu zeichnen und zu malen. Und dann aber eben mit großen Pinselstrichen und Ölfarbe. Aber wir sehen auch wieder was Zeitkritisches. Die obere Klasse wird ein wenig kritisiert mit dem i-Tüpfelchen, dass man ja ein Krönchen irgendwo hat und signalisiert, dass sozusagen ein Prinzesschen oder ein Prinzchen so ein bisschen einen kleinen Freifahrtschein hat und vielleicht nicht ganz genau weiß, was eine Butter kostet oder was sozusagen eine Frau mit zwei Kindern leisten muss, um die durch die heutige Zeit zu bringen. Des Weiteren kann ich nochmal Jost Haider erwähnen. Hier nochmal ein Bild von ihm. Jost Haider, wie gesagt, Leipziger Schule oder neue Leipziger Schule, hier auch wieder mit Acrylfarben. Und dieses Bild speziell ist nachempfunden einem Otto Dix Werk, was ihn inspiriert hat, so ein bisschen mehr Farbe und ein bisschen mehr frecheres, frivoleres Auftreten. Des Weiteren sind auch noch von Diana 80 Werke zu sehen im Schaufenster. So, dann kann ich vorstellen die Arbeiten von Frau Steinwendner. Das ist eine österreichische Dame, hier zu sehen. Bei ihr sieht man ganz klar, wir haben eine gewisse Werbesprache. Wir haben Schrift mit drauf. Es ist ein bisschen häutig, es ist ein bisschen sehr stark collagenhaft. Und es hat auch was mit der alten Zeit zu tun. Wir sehen hier viele historische Verschnitte und wir sehen auch ein bisschen eine Sehnsucht, ein kleiner Wink mit Amour und natürlich auch wieder die große Stadt Paris als Thema, was ja auch ein bisschen theatralisch sein kann, wenn es sich um die Liebe handelt. Und wir sehen auch das abstrakte Element, was hier immer wieder eingebunden wird und immer virtuos in den Farben und Farbflächen eingebracht wird und miteinander verknüpft wird. Das heißt also, wir sehen hier einen Collage-Stil, der letztendlich sich auch in einem gewissen Maß von Abstraktionsebene auflöst. Und das ist etwas sehr Schweres herzustellen, das sieht immer ganz leicht aus, aber wir alle wissen, um ein visionäres Werk herzustellen, braucht es dann doch ein bisschen mehr. Und das ist auch in diesen Bilder nochmal deutlich zu sehen. Dann kann ich nochmal auf die märchenhaften Bilder verweisen, dort hinten von Frau Göring. Hier sehen wir märchenhafte Bilder mit einer Mischtechnik und natürlich auch die Dame oder das Mädchen als Vordergrund und als Idee. Wir sehen hier auch ein paar tierische Momente, das heißt also ein paar Tiere sind dabei und eben auch das Thema mit der Maske, was wir eben auch schon bei dem anderen Bild hatten. Und wir sehen hier frische, helle Farben und so ein bisschen das Element, dass man sieht, dass es aus dem kleinen Format ein bisschen raus möchte. Des Weiteren haben wir nochmal zwei Jost Haider Bilder dort hinten zu sehen und dann nochmal ein Werk von Eva Kaiser. Eva Kaiser ist auch noch mal eine österreichische Künstlerin, eine sehr aufstrebende Künstlerin, weil ihre Werke auch schon in großen Messen gehangen haben. Und sie ist vertreten von einer Galerie in Österreich, selbst in Salzburg sozusagen. Und dort ist sie sozusagen nur sie als Künstlerin vertreten, ab und zu mal mit einem Bildhauer zusammen. Und sie malt abstrakte Motive, gegenständliche Motive und wir sehen hier ein Paar in der Umarmung und auch kirchliche Motive sind von ihr zu verorten. Des Weiteren habe ich hier nochmal einen Werkzyklus von Frau Müller-Löbnitz. Das ist eine Mischtechnik mit Komposition und ich glaube, sie ist auch da. Ist das richtig? Genau, einmal einen herzlichen Applaus für eine Malerin, die eben Mixed-Media-Attitüden verwendet, Aquarelle macht und dann aber auch wieder was mit Ölfarbe macht. Das heißt also, sie probiert sich aus und genauso wie der Fotograf das Experimentelle möchte oder auch dem Experimentellen ein bisschen nachgeht, haben wir hier
das Experimentelle in den Bildern. Das heißt also, Form, Farbe, Fläche korrespondieren miteinander und zeigen eine gewisse abstrakte Ebene, die sich dann zu einem Bildzyklus sozusagen verbindet. Und wo wir dann sehen, dass eine Komposition in einer Serie entsteht. Des Weiteren kann man noch sagen, oder muss man auch erwähnen, dass natürlich auch Aquarelle in der gleichen Farbstimmung auch wieder bei ihr auftauchen. Und wir sehen hier ganz viele Ecken, Kanten, was wieder ein bisschen in die geometrische Ebene geht. Ja? Und der Stil ist in allen Bereichen eben im Aquarelligen und eben auch in den Ölfarben eben ähnlich oder fast gleich. Ja? Und dadurch sehen wir ein geschlossenes System. Des Weiteren kann ich Anke Maas vorstellen. Ist sie heute Abend da? Ja, ja, bitte mal einen herzlichen Applaus. Sie hat gleich mal das Thema so richtig knallemäßig umgesetzt, indem sie gesagt hat, gut, Sturm der Gefühle. Und da sind wir sozusagen schon in der Runde angekommen. Sicherlich sieht man hier auch deutlich mit dem Rot, dass das so ein bisschen ein theatralisches Moment ist. Und hinweisen möchte ich natürlich auch auf Ihre Werke, die wir dort hinten mit den blauen Farben noch sehen. Und bitte treten Sie mal ran und suchen Sie mal die Figuren in den Bildern. Ja, da sind welche drin. Fest versprochen, suchen Sie mal. Ja, Sie werden welche finden. Und so kommen wir sozusagen zum Ende. Wir haben ein bisschen Theaterkostüme überall aufgebaut. Das hat den Hintergrund. Ich habe auch ein bisschen Leute vom Theater eingeladen und die gucken sich immer gerne noch was anderes an, außer nur Bilder, und kaufen natürlich auch ganz gerne Bilder. Deswegen haben wir das so ein bisschen so. Ne? Und dann wünsche ich Ihnen heute einen schönen Abend. Ganz wichtig, da hinten ist die Bar, und greifen Sie zu. Ja?